Ich freue mich sehr, einen weiteren Partner von Real Experts begrüßen zu dürfen. Andres Kühn, herzlich willkommen, Andres. Hallo Christoph, schön, dass du da bist. Andres, erzähl doch mal, in welchen Bereichen bist du unterwegs? Worin bist du ein Experte? Das, was mich vor allen Dingen antreibt, ist die Entwicklung von Menschen, die Aktivierung ihres Potenzials, sowohl individuell als auch gemeinschaftlich. Und das tue ich für Institutionen und für Unternehmen. Okay. Jetzt arbeiten wir ja durchaus in Projekten zusammen. Mein Fokus ist eher so technologieorientiert, wenn ich Systeme bei den Unternehmen einführe. Du bist eher auf der Seite des Menschen unterwegs und bist dort tätig. Sag mal ganz konkret, was machst du da? Was sind die Bereiche, in denen du aktiv bist in den Unternehmen? Du hast jetzt so ein bisschen auf die Verbindung zwischen unserer beiden Arbeit angesprochen. Und das, was du ja wesentlich lieferst, ist eine technologische Infrastruktur, die Kommunikation, die Zusammenarbeit, die Produktivität verbessert. Und das, was ich tue, ist, dass das tatsächlich auch menschlich umgesetzt wird, weil nur die Technologie schafft keine Entwicklung, schafft keinen Zuwachs, schafft keine Innovation. Das geht alles immer von Menschen aus und ich habe mich darauf spezialisiert zu schauen, wie kann ich das, was Menschen in ihren Fähigkeiten blockiert, ausräumen, wie können diese Widerstände, die da entstehen, wie können die ausgeräumt werden und die Widerstände, die es im einzelnen Menschen gibt, die es im Team gibt, gibt es genauso in der gesamten Organisation. Und das ist das, was ich maßgeblich tue. Das klingt möglicherweise noch relativ abstrakt, aber so abstrakt will ich es auch erstmal stehen lassen, weil es letztlich das ist, worum es mir geht. Okay, das heißt, du hast nicht die Keule oder den fertigen Plan in der Tasche, den du anwendest oder durchführst, sondern du schaust schon ganz bewusst auch, wie die Situation ist bei den Unternehmen. Du versuchst, das Unternehmen besser kennenzulernen, die Menschen besser zu verstehen und gibst auf der anderen Seite auch den Leuten die Möglichkeit, erstmal sich dem Thema zu nähern. Wenn du jetzt aktiv bist, was sind so konkrete Dinge, Einstiegsangebote, Einstiegsthemen, mit denen man anfängt, so ein Thema zu bearbeiten? Ja, also es gibt da mehrere Wege, die ich definiert habe, weil ich gemerkt habe, dass es wichtig ist, dass sich Menschen diesem Thema einfach gut annähern können, dass sie gucken können, was ist für sie eine angemessene Dosis und dass sie auch mal eine Erfahrung machen können, wie bin ich als Mensch, wie bin ich in meiner Arbeit, zu welchen Ergebnissen führt das. Und deswegen biete ich unter anderem Vorträge, wo man sich halt gezielt zu Themen informieren kann, die beispielsweise sind, wie nutzen wir Führungskraft, um Zusammenarbeit als wesentlichen Wertschöpfungsfaktor zu nutzen, wo es darum geht, wie funktioniert allgemein Zusammenarbeit, wie funktioniert Kommunikation und wie wird das zu einem Entwicklungstreiber für Unternehmen. Ich rede genauso darüber, was die Grundlagen für Innovation sind. Das ist aus meiner Sicht schöpferische Kraft. Und das, was da auch schon mal so ein bisschen durchklingt, ist ja, was ich so grundlegend versuche, Menschen zu vermitteln. Und das sind Vorträge für mich eine Möglichkeit. Eine nächste Möglichkeit ist zu sagen, es gibt Workshops, wo schon mal aktiv mit diesen Themen gearbeitet wird, wo es entweder erstmal nur um das Thema geht oder gleichzeitig auch analytische Elemente mit drin sind, um zu schauen, wie kann man das konkret für das jeweilige Unternehmen nutzen. Das nächste, was es gibt, sind die Möglichkeiten, gezielt Ausbildung zu buchen, also beispielsweise für einzelne Menschen, für Teams oder zu sagen, okay, wir wollen das als komplettes Entwicklungsprogramm für unser Unternehmen. Und zu guter Letzt sind das auch ganz individuelle Projekte, wo ich beispielsweise dann auch meine Strategieerfahrung mit einbringe, die halt so wesentlich aus dem Bereich werbliche Kommunikation und Markenstrategie stammen. Okay, das heißt, bei den Trends, bei den Entwicklungen in den Unternehmen, da sind Digitalisierung, New Work, Veränderung der Arbeitsweisen, der Kommunikation, der Interaktion von Menschen, wirst du aktiv und kannst den Prozess begleiten, des Wandels, den es dafür braucht, um Unternehmen quasi auch weiterzuentwickeln und auf eine neue Stufe zu heben. Genau. Okay. Also ich trainiere grundlegend Entwicklungsfähigkeit. So, das bedeutet für mich zum einen wirklich tiefgehend zu gucken, wo sitzt tatsächlich Potenzial und zum anderen die eigene Anpassungsfähigkeit zu stärken. Weil das, was ich in unserer heutigen Zeit immer wieder beobachte, ist, dass Menschen genau das eben nicht wollen. Sie wollen den Zustand, der aktuell da ist, erhalten, was tendenziell eine völlig unmögliche Aufgabe ist, weil man kann sich nicht entwickeln. Und ich glaube, dass es sehr hilft, wenn ich grundlegend verstehe, wie Entwicklung sich vollzieht und wenn ich weiß, wie ich Entwicklung so gestalten kann, dass es mir gut tut und dass ich es immer in meinem Sinne nutzen kann. Und das funktioniert definitiv und das will ich sehr gern weitergeben. Okay. Sag mal was, wo du herkommst. Warum denkst du, dass du das kannst? Was hast du in der Vergangenheit gemacht? Was befähigt dich dazu, das bei Kunden durchzuführen? Also ich habe sehr früh angefangen, eigene Ideen zu vertreten. Ich bin Unternehmer, seit ich 15 Jahre alt bin. Habe damals große Graffiti-Aufträge für viele Auftraggeber in ganz Europa gesprüht. Habe dann zusammen mit Freunden eine Agentur gegründet, wo es darum ging, dass wir halt gucken wollten, wie können wir einfach eine gute Werbeagentur, eine gute Designagentur sein. Habe sehr schnell angefangen, Texte zu schreiben, habe Konzeptionen gemacht und darüber bin ich zur Strategie gekommen, weil mich schon immer große Zusammenhänge interessiert haben,
weil mich interessiert, wie große Entwicklung funktioniert. Und über dieses Strategiethema, was ich sehr, sehr lange gemacht habe, also damit habe ich 2003 angefangen, durfte für viele Unternehmen damit tätig sein, bin ich dann zu dem Thema menschliche Entwicklung gekommen, weil ich auch sehr schnell festgestellt habe, dass das, was wirklich Sachen voranbringt, immer wieder der Mensch ist. Und es deswegen interessant ist zu schauen, was stärkt den Menschen in seinen inneren Potenzialen, was stärkt die Gemeinschaft und was stärkt somit die Organisation. Vielen Dank, Andres, für die interessanten Einblicke und Ausblicke in das, was du tust und in den Bereichen, in denen du ein Experte bist. Mhm. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in vielen Projekten mit dir und wünsche dir viel Spaß. Danke, Christoph.